Sie, ich bin da heute in der Süddeutschen über was gestolpert, das möchte ich nicht vorenthalten, und zwar ein sehr schönes Interview mit einem Rhetorikprofessor, mit Joachim Knape. Der wurde gefragt, wie könnte sich Erwin Huber als Redner verbessern? Seine Antwort dazu: Es sind kleine Dinge, die man durch Coaching ändern kann. Die Persönlichkeit der Leute kriegt man nie ganz weg. Nicht von Professor Knape, ist nicht von mir. Nein, also wollen wir erst einmal ein bisschen Atmosphäre hier schaffen. Den Bauhocker finde ich jetzt hier mal sehr schön. Simon ist auch da, wunderbar. Dann nehme ich doch gleich mal Platz. Handmikrofon, hervorragend. Das taugt mir, das mag ich. Hey Freunde, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte. Hey. Und wenn ich euch jetzt frage, ob ihr meine Geschichte auch wirklich hören wollt, dann antwortet mir mit einem lauten und kräftigen: Yo, yo, du wilder, toller, Altinger Sack! Und so frage ich euch, wollt ihr meine Geschichte wirklich hören? Ja! Ihr konntet mich nicht überzeugen. Also gut, ich werde euch eine andere Geschichte erzählen. Ich saß in dieser Bar. Ich war ganz allein. Nur ich und dieser Mann am Klavier. Der Mann am Klavier und ich, wir beide und der Kellner. Der Kellner und der Fremde. Der Fremde, der Kellner, der Mann am Klavier und ich. Wir vier ganz allein. So wie 50 weitere Gäste, die aber nichts zur Sache tun. Da entdeckte ich diesen Mann, es war der Fremde. Ich hatte ihn zuvor schon einmal entdeckt, aber jetzt nochmal. So ging ich zu ihm rüber und sagte: Hey Fremder, Fremder, hey, 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 Fremder, hey, hey. Es geht dir nicht gut. Ich sehe es dir an, ich sehe es an deinem Kamillentee. Da erzählt er mir, er sei hier, um zu vergessen, um seine Arbeit zu vergessen in Brüssel. Eine schier unlösbare Aufgabe, Bürokratieabbau. Er leerte die Tasse mit einem Schluck, knallte sie auf den Tresen und sagte: Bürokratieabbau ist eine Sisyphusarbeit. Ich muss erst einmal verschiedene Akten anlegen und die unterschiedlichen Aufgaben an die gewissen Personen weiterreichen, die natürlich erst einmal in klare Positionen und hierarchische Strukturen manifestieren muss, was natürlich auch weitreichende Folgen haben wird für den Transrapid. Was habe ich gerade gesagt? Der Kellner stellte ihm einen zweiten Kamillentee hin. Und der Fremde fuhr fort: Hören Sie, ich habe schließlich in der Münchner Innenstadt neue Büroräume bezogen. Das hat 450.000 Euro gekostet. Ich habe Personal, ich habe einen Chauffeur. Da legte ich meinen Arm um seine Schulter, zog den Beutel aus seinem Kamillentee und sagte: Edmund, wozu brauchst du das alles? Ja, da muss ich erst einmal verschiedene Akten anlegen und die unterschiedlichen Aufgaben an die Person delegieren, die ich erst einmal in den Transrapid hineinsetze. Was habe ich gerade gesagt? Da entgegnete ich: Sei doch froh, du hast alles hinter dir. Bald wird kein Mensch mehr von dir sprechen. Was? Bei jeder Fahrt mit dem Transrapid werden wir in Zukunft an mich denken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da ergriff schließlich auch der Kellner das Wort und meinte: Jetzt hör doch mal auf mit deinem Transrapid, der ist doch viel zu schnell. Bis da einer an dich denkt, muss man schon wieder aussteigen. Dann nahm Edmund eine Flasche Whisky, leerte sie mit einem Schluck und meinte: Sagen Sie bitte meiner Frau nichts davon. Just a kiss, a sigh is just a sigh,
No matter what the future brings, as time goes by. Simon Townley, ladies and gentlemen.